Joa, ich bin der Joachim von Sechen. Heute zeige ich euch von Ashdown, das muss ich aber leider vorlesen, kann ich mir nicht merken, Ashdown ABM C210 T500 Evo 3. Ashdown ABM. Liebe Leute, ich zeige euch heute einen Bassamp der Extra-Klasse, würde ich mal sagen. Richtig, richtig tolles Teil. Schickes Design natürlich erstmal. Wir haben es hier natürlich mit einem klassischen Bassamp erstmal zu tun. Das ist ein Combo. Kurze Beschreibung. 210er Lautsprecher, Hochtöner, 575 Watt Leistung an 4 Ohm. Ein sehr abgefahrenes Design, was hier oben praktisch die Klangregelung betrifft. Ich fange mal ganz rechts an. Als erstes haben wir den Input. Da können wir praktisch die Eingangslautstärke einstellen. Ich kann wählen zwischen aktiven und passiven Bässen. Kann ich hier einfach umschalten. Ich habe hier praktisch nochmal so einen Flat-Shape-Schalter. Den zeige ich euch direkt, was da passiert, wenn man reindrückt. Und zwar... Achtung. Ja, der Bass wird dadurch ein bisschen mittiger, hat ein bisschen weniger Bass. Und wenn der jetzt draußen ist, habe ich das volle Pfund sozusagen. Ja. Hier ist gleich noch ein VU-Meter, sieht sehr schick aus. Da kann man mal ein bisschen schauen, was der Bass praktisch, was passiert, wenn man hier mal... Ja, ihr seht, ich habe jetzt nicht so weit aufgedreht, deswegen schlägt er auch kaum aus. Weiter geht's. Das gute Stück hat einen Valve Drive. Das heißt eigentlich nur so viel, dass man hier über eine Röhre reingeht. Die ist jetzt auch gerade eingeschaltet. Ich schalte sie mal weg. Da hört ihr mal das Ganze ohne die Röhre. Achtung. Ist ein klein bisschen flacher mit der Röhre. Gibt es ein bisschen mehr Wärme, ein bisschen mehr Tag. Also ich spüre das vor allem auch beim Spielen, dass das Ganze ein bisschen weicher, ein bisschen angenehmer wird. Ich habe ein bisschen mehr Spielfeel einfach, wenn die Röhre drin ist. Hier oben befindet sich die Klangregelung. Da haben wir natürlich ganz klar erstmal Bässe mit den Höhen, ganz klassische Dreiband-Klangregelung. Aber es gibt hier noch diese zwei kleinen Schieberegler. Da kann man praktisch im tiefen Bereich und im mitten, hohen Mittenbereich nochmal ein bisschen was nachregeln mittels dieser EQ-Stellung. Ja, das heißt, ich kann hier ein bisschen Tiefenbässe reindrehen, ich kann aber auch mitten oder hohe Mitten ein bisschen absenken. Macht man natürlich abhängig von der Lautstärke und von dem Bass, den man gerade spielt. Da kann man dann praktisch sehr perfekt alles justieren. Ja, das Teil kann aber einfach auch weggeschaltet werden, dann ist praktisch die Klangregelung aus, dann kann man praktisch auch außenrum spielen sozusagen. Weiter geht's, ich habe einen Kompressor eingebaut, der lässt sich auch bequem ein- und ausschalten und lässt sich hier mit dem Level justieren. Da können wir dann praktisch den Bass ein bisschen komprimieren, was der Sache auch ein bisschen dient. Kompressor macht die Sache auch ein bisschen weicher. Ja, schalte ich den mal rein. Ja, und das ist dann praktisch ein, auch ein viel besseres Spielgefühl mit dem Kompressor. Jetzt haben wir noch ein kleines Spielzeug eingebaut, das sind diese Subharmonics, nennt sich das. Das ist eigentlich, würde ich sagen, genau im tiefen Oktaver. Ich drehe das Teil mal einfach auf, mache ihn mal rein. Es kommt praktisch ein zweiter Ton dazu. Das ist wie ein Oktaver, den ich reinschalte, der mir nochmal eine Oktave tiefer dazu spielt. Ja, da habe ich praktisch... Ziemlich fetter Bass-Sound auf jeden Fall damit. Weiter geht's mit dem DI. Ich zeige euch jetzt mal praktisch, wie der klingt, wenn man nur den DI laufen lässt. Achtung, ich drehe den Bass mal auf. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall mal nur der DI ohne die Boxen gewesen. Und am Ende gibt es noch einen Schalter. Push to Mute steht hier drauf, das heißt, man kann den einfach muten, sprich, wenn man mal tunen oder den Bass wechseln will, einfach hier einfach kurz mal ausschalten. Hier ist natürlich noch der Output, hier ist der letztendlich der Lautstärkenregler für die Gesamtlautstärke und es gibt noch ein Line-Out und ein Tuner-Out hier hinten.
wie gesagt, erstmal ist es ein ganz, ganz toller Kombo. Der ist tragbar, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der hat genug Leistung. 2 Zehner-Lautsprecher hat er drin und das ist eigentlich ein Amp, der passt sehr gut in, ich sag mal, Reggae-Rockbands. Den kann man sehr gut benutzen für, ja, für klassische Funky-Bands, vielleicht auch ein bisschen für Proberaum-Jams, für Club-Gigs und so weiter. Und jetzt kommt unser Special-Deal. Und zwar, beim Kauf eines Echtnauen 2-10er-Kombos bekommt ihr diese 15er-Box noch dazu, gratis. Das bedeutet, mit der 15er-Box habt ihr natürlich den tiefen Wumms, den man nochmal braucht, ja, damit der Bass-Uttenraum auch richtig fett ist. Macht die ganze Sache rund. Das ist eine 1x15er-Box, auch von Echtnauen. Wie ihr seht, passt auch perfekt zusammen. Und beim Kauf dieses Kombos bekommt ihr die Box geschenkt. Muss man erwähnen. Liebe Leute, das war's erstmal. Ich habe es euch hoffentlich gut vorgestellt. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns in der Bassabteilung. Wir werden alle Fragen dort beantworten. Ihr könnt natürlich auch jederzeit bei uns im Ladengeschäft vorbeischauen, das gute Stück mal ausprobieren. Online sind wir für euch da unter session.de. Dort könnt ihr die Sachen bestellen. Wir haben 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtauschrecht, wie im Laden auch. Ja, das war's von mir, von Joachim und wie immer, ohne Bass kein Spaß.